So, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und wenn alles glatt gelaufen ist, habe ich die letzten zwei Tage diese Too Spicy Challenge hochgeladen mit den schärfsten Nudeln der Welt. Angeblich, die haben ja schon viele Leute getestet. Ich habe hier noch einen kleinen Vorrat, ne? Hier sind noch ein paar Packungen drin. Hier ist noch eine ganze Packung, also so ein 5er-Pack ist das ja immer, glaube ich. 5? 10? 5? Ne. 5 Packs sind in so einem Beutel. Könnt ihr euch bei Amazon bestellen und ich würde sagen, wer gerne scharf ist oder wer gerne mal was anderes probieren möchte, gönnt euch das. Hier sind also noch zwei drin. Pupsi hat gesagt, sie würde die auch gern nochmal essen. Sie hat ja bei der letzten Folge auch mitgemacht, hat dann aber abgebrochen, hat die Portion nicht ganz gegessen. Der Bockwurstking hat die Portion nicht ganz gegessen. Ich habe es ganz gegessen, aber man hat in der Folge nur probiert, wie ich gesehen, wie ich probiert habe. Deshalb habe ich gedacht, wir müssen das verschärfen, damit die Leute sehen, dass das wirklich reinhaut. Ich habe mir jetzt hier die Nudeln schon mal gekocht und warm gemacht. Vielleicht sieht man das, dass die warm sind. Nein, sieht man nicht. Hab die Innereien jetzt hier noch von der Packung da. Ihr seht, das ist wirklich so eine Originalpackung. Too Spicy. Wo ihr dann auch eben diese zwei Beutel drin habt. Hier diese komische, keine Ahnung was das ist. Irgendwelches Gebambel und hier habt ihr dann diese Soße, die eigentlich das so scharf macht. Und Pupsi hat schon gesagt, sie würde das nochmal essen, aber nur die Hälfte von der Soße ranmachen. Das geht natürlich gar nicht, deswegen habe ich gedacht, ich muss unbedingt noch eine Folge machen, wo ich euch wirklich zeige, dass ich so eine ganze Tüte Nudeln essen kann mit der kompletten Soße. Und das sollte auch die Regel sein, vor allem hat Pupsi dazu ja dann auch immer Milch getrunken. Da werden auch einige wieder sagen, ja, das ist ja nichts. Die hat ja jedes Mal neutralisiert nach jedem Schluck. Die Regeln also wirklich für diese Too Spicy Challenge müssten sein, dass ihr euch eine ganze Tüte Nudeln hier macht, ist komplett leer, ist hier drin, das aufkocht. Dann die zwei Tüten, die in der Tüte mit drin waren, die zwei Beutel hier, da reinmacht, das rumrührt und diese ganze Portion esst. Nur probieren reicht einfach nicht aus. Ihr müsst den ganzen Bottich essen. Und weil der Hannes gesagt hat, er würde das auch gerne mal probieren, nominiere ich nämlich den Hannes, dass er das auch mal macht. Dafür schicke ich ihm sogar extra eine Portion von diesen Nudeln, dass er sich das nicht bestellen muss unbedingt. Denn er hat mir auch schon so viel Gutes getan. Ich möchte mich auf diesem Weg bei ihm bedanken. Ein Paket habe ich heute schon zur Post. Er bekommt also eine so eine Packung Nudeln hier, die er dann machen kann, probieren kann für ein Video. Das werde ich dann auch hier hochladen. Er hat ja, glaube ich, keinen YouTube-Kanal. Außerdem nominiere ich den Natururin. Ich nominiere den Flatty, der ja letztens die scharfe Peperonis gegessen. Und ich nominiere den Manns Haulwurf. Der hat einen YouTube-Kanal. Und vielleicht können wir dem Manns auch noch eine Packung abgeben. Wir haben ja noch hier einen ganzen Vorrat, dass der sich nicht extra was kaufen muss. Bei Flatty weiß ich nicht, ob ich dem dann eine schicke oder ob der sich das selbst besorgt. Wie gesagt, auf Amazon könnt ihr die einfach bestellen. Gebt das mal ein. Samyang Too Spicy Chicken. Dann findet ihr da auf jeden Fall was. Jetzt wollen wir erstmal das hier aufmachen, wollen das mal darüber krümeln. Dazu nehmen wir erstmal das erste Tütchen. Das ist so genial, ich habe jetzt schon so Bock da drauf, auch wenn es wieder Qualen sind. Wir krümeln also das hier drauf. Das sind halt irgendwelche Samen oder irgendwelches Algenzeug, irgendwelches Gebambel, wie gesagt. Das einmal drauf gekrümelt und jetzt kommt das Schlimme, nämlich die Soße. Und die Soße, die ist so eklig rot und die sieht so gemein aus. Wenn ihr euch da was auf die Hand macht, das geht so gut wie gar nicht mehr ab. Ihr werdet sterben mit der Soße in der Hand. Hier die ganzen Finger sind schon rot. Das ist jedes Mal die Hölle. Und jetzt packen wir hier die Soße drauf. Und ihr seht schon, wie teuf... Adi! Nein! Vor allem darf der Adi mit der Soße nicht in Berührung kommen. Ich weiß nicht, wieso der jetzt hier rumhüpft. Wahrscheinlich ist er lebensmüde. Wenn der die Soße abbekommt, dann ist Feierabend. Die legen wir jetzt mal, ich hoffe, das tropft nicht alles voll. Ach, so eine Scheiße, ich sehe jetzt schon, das gibt eine Riesensauerei. Hier der ganze Arm ist auch voll. Ihr habt jetzt hier die Soße drauf. Wir machen das jetzt hier gemütlich ein bisschen rum. Wie gesagt, dem Hannes schicke ich so eine Packung Nudeln. Der kann die gerne essen für das Video. Dem Manns können wir zur Not auch eine Packung geben bei Natururin und Flatty. Wäre es cool, wenn die sich sowas besorgen würden. Zur Not würde ich denen aber auch eine Packung schicken, wenn die sich bereit erklären dazu, das mal zu machen und da so ein Video drüber zu machen.
Am liebsten hätte ich es eigentlich, dass Fladdy so einen Fünferpack bestellt, dann sagt, okay, eine hat er probiert, den Rest will er nicht mehr und schickt mir einfach die restlichen vier von sich, dass ich da noch mehr zu essen habe. Das wäre auf jeden Fall richtig cool. Ihr seht, wir machen das jetzt hier rum. Das sieht auf jeden Fall richtig böse aus. Richtig böse und gemein und unterschätzt das nicht. Die ganze Schüssel ist eingefärbt. Die ganze Schüssel sieht einfach heftig aus, als wäre es gerade wieder rausgebrochen. Und wir müssen jetzt diese ganze Portion essen. Das sieht nicht viel aus, aber ihr merkt nach einer Zeit wirklich, wie die Augen brennen, wie die Lippen taub werden, wie die Lippen brennen, wie das einfach nur noch heftig ist. Wir fangen jetzt an, wir lassen das einfach mal gemütlich durchlaufen, machen ASMR, dafür hätte ich es eigentlich am PC essen müssen, egal. Aber ich hätte die klein machen müssen, die Nudeln. Wer isst denn solche Pakete? Ich muss auch dazu sagen, ich habe heute noch nichts gegessen. Also jetzt alles auch auf nüchternen Magen. Und leckt nicht so viel die Lippen ab. Wenn ihr mit der Zunge die Lippen ableckt, verteilt das von der Zunge nur noch mehr auf die Lippen und dann sind die Lippen einfach, brennen einfach noch mehr. Aber mega genial, auch die Nudeln. Dass die Nudeln so dick sind. Und ganz wichtig natürlich dazwischen nicht trinken. Weder Wasser, noch Milch, noch Bier, noch Schnaps. Nicht mal Klowasser. Der Rest fällt immer zu von der Gabel. Ja, da ist noch ein bisschen Brühe. Die Schüssel ist leer. Ihr habt es gesehen. Ihr seht, die Augen drehen auch. Aber es lässt sich aushalten. Ich muss nochmal, ich finde das so schrecklich, wenn die Nase so sehr rotzt. Vor allem, wenn man so einen roten Mund hat. Ich merke das auch schon beim Sprechen, fängt es dann auch schon an weh zu tun. Das ist also ganz normal, der Kopf wird rot, ist durchfüttert, es fördert die Durchblutung, die Augen drehen, die Lippen brennen, ihr fühlt euch wieder lebendig, wie an Tag 1. Und das ist die Sache, wenn man nur eine Gabel isst, dann das Video beendet, dann habt ihr diese Reaktion gar nicht da. Deswegen esst ruhig mal so eine ganze Palette. Eine Packung ist rausgegangen an Hannes Schröder. Wie gesagt, der ist nominiert. Der Manns Haulwurf ist nominiert.
Der Flatti ist nominiert und der Naturin sind nominiert. Zeigt mir, wie weit ihr geht. Nein, aber guckt mal, wo eure Grenzen sind. Ob ihr das packt, ob ihr das wenigstens mal probieren könnt. Zur Not, wie gesagt, schicke ich euch da was hin. Das ist es mir wert. Denn ich mag euch und deswegen tue ich mir die Unkosten da gerne an. Schlimm ist, ihr habt auch so viel Speichelfluss immer zu. Am liebsten würdet ihr die ganze Zeit irgendwo hinspucken und das raus. Aber darf nicht sein. Das kennen wir noch von der Hot Chip Challenge. Die Hot Chip Challenge ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen schlimmer. Da ist der Hot Chip einfach noch schärfer als die Nudeln. Natürlich ist der Chip einfach nur ein Chip und hier habt ihr eine ganze Portion Nudeln. Trotzdem würde ich das auf jeden Fall wieder essen. Wenn das keiner will, das esse ich alles noch. Ich finde das so genial. Ist aber natürlich nicht für jedermann. Das war es jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Denkt dran, Samyang Too Spicy, die Instant Noodle Challenge, die schärfsten Nudeln der Welt, also die schärfsten Instant Nudeln der Welt angeblich. Oh, jetzt schon berühmt, jetzt schon eine Legende. Guckt euch den Adi an, seht ihr den? Adi! Brrr. Genau, und eine Rolle für die Zuschauer. Sag mal tschüss. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.